Guten Morgen vom Stubaier Gletscher. Ich befinde mich da an der Talstation der Eisgratbahn. Parallel zum Frühjahrsskibetrieb sind ein Großteil der Anlagen schon in der gesetzlichen Revision. Wir überholen die Bahnen zur Gänze. Speziell heuer an der Eisgratbahn ein großes Projekt, die gesetzlich vorgeschriebene Tragseilrevision. Der Grund, warum wir Revisionen, Hauptrevisionen machen, dient eigentlich dazu, die Sicherheit zu gewährleisten. In Österreich haben wir sehr große Sicherheitsstandards. Das beinhaltet die komplette Überholung der Antriebe, Vorbetriebsmittel, Bremsen, also dass unterm Strich die Bahn immer und jederzeit betriebssicher ist. Hinter mir sehen wir die Arbeiten an den Tragseilen der 3S-Bahn. Das machen wir alle 6 Jahre, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, um zu gewährleisten, dass nicht immer das gleiche Stück Seil auf den Stützen aufliegt. Das Ziel ist dann im Endeffekt, dass die Bahn, sobald sie dann wieder in Betrieb geht, den gesetzlichen Sicherheitsstandards entspricht und sicher in Betrieb gehen kann. Ja, und wer noch mehr Interesse an den Revisionsarbeiten am Stubaier Gletscher hat, findet es verlinkt im Anhang. Viel Spaß beim Schauen!